Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Moon und unserer süßen Sky und den Bauwars Rusty und Mimi. Und im letzten Part ist unheimlich viel passiert, denn wir haben eine riesengroße Fete geschmissen mit ganz vielen Teenager-Sims und wir haben Leute kennengelernt und wir waren kurz in Copperdale und wir haben unsere erste Love Interest mit Moon gefunden. Es ist alles sehr wild gelaufen. Außerdem hatten unsere Wauwaus Geburtstag. Ich bin sehr gespannt, wie das hier dann alles wird, etc. Deswegen, ich bin jetzt auch sehr excited, weil wir heute, naja, in-game heute noch nicht, aber in-game morgen, aber heute in diesem Part, können wir endlich zum ersten Mal mit Moon in die Highschool gehen. Und ich bin so excited, Leute. Ich habe bisher fast gar nicht mit dem Highschool-Pack gespielt, privat. Ich habe einen Tag in der Highschool gespielt mit einem meiner Sims. Und das ist jetzt nicht so viel Erfahrung. Deswegen sind wir jetzt sehr gespannt, wie das dann alles wird. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, ich habe von Lil Simsy die erste Highschool, die sie gebaut hat, platziert. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was hier heute mit uns passieren wird. Ich würde sagen, ich habe ein paar Sachen hinzugefügt schon von dem neuen Pack. Ich wusste nicht, welche inwiefern, was ich halt dann noch hinzufügen kann, aber so zwei, drei Sachen sind mir eingefallen, die ich schon hinzugefügt habe. Wir schauen einfach mal. Wir generieren jetzt, es ist die 50. Sing Karaoke. Das finde ich sehr cool. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich lasse die erstmal ausschlafen, I guess, und dann können wir ja später gehen. Wir können ja auch mit den beiden gehen, ne? Also so ist ja nicht. Wir müssen ja nicht immer nur jetzt alles mit Moon machen, nur weil sie unser nächster Charakter ist. Wieso ist Moon so gemein zu uns? Bitte geh zurück in dein Haus und schließ die Tür. Niemand möchte dich in der Öffentlichkeit sehen. Hallo? Warum so gemein? Ist nichts passiert. Ich lieb's einfach so, dass wir jetzt Hunde haben, ne? Und es ist einfach so cute. We love some cute doggos in this household. Oh, sie hat ihr erstes Dingens hier bekommen. Also, dass sie das erste abgeschlossen hat. Krass. In Part 19. Oh, hi girl. What up in the club? Ich heul gleich. Carla Self findet Sky Drew klasse und möchte beste Freunde werden. Ja. Oh mein Gott. Kumpel von eins Tier sein. Süß. Ist mir egal, dass sie ein Geist ist. Ich möchte trotzdem mit ihr beste Freunde sein, weil, she's just das Größte, was uns je hätte passieren können, ja? Das Wichtigste vor allem. Boah, es ist so crazy, dass da so diese ganzen Blitze durchfließen und so, oder? Das ist schon wild. Was ist mit ihr? Wieso ist sie so sauer? Hör auf. Oh, jemand hat getrollt. Schade. Mit Moon geht es immer lustig zu. Es gibt niemanden, mit dem man besser abhängen kann. Hä, das ist doch voll süß. Oder geht's nicht darum? Weil hier steht ja auch was Nettes, hä? Aber ich würde sagen, wir begeben uns jetzt auf den Weg in ein Karaoke-Dingsi. Wir können ja ein neues platzieren, weil ich will nicht das vom normalen Spiel benutzen, danke. Ich habe übrigens letztens auf Twitter herausgefunden, wieso Sky eigentlich immer diese Pranks an den Toiletten macht. Das liegt daran, weil sie eine Spinnerin ist. Und seitdem sie irgendwie diese Traits ein bisschen geupdatet haben, ist es so, dass Spinner anscheinend obsessed sind, damit Toilettenstreich zu spielen. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend müssen wir uns jetzt damit abfinden. Spoiler, wir werden hoffentlich nie wieder einen Spinner-Sim haben, Alter. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Karaoke-Bar. So, mal schauen, was wir hier so finden. Oh mein Gott. Das sind ja alles schon wieder so coole Sachen. Aber schau mal, das hier ist sogar so ein Rebuild von dem Dings. Also wäre das doch eigentlich am coolsten. Wir schauen uns das mal an. Also, das sieht super crazy aus. Wow. But I like it. Wow. Manche Leute sind so kreativ und so, ne? Das sieht einfach sehr, sehr schön aus. Also, ich denke, ich werde das nehmen. Hier oben ist sogar noch so ein Blasenmacher. Nein. Werden wir natürlich erst nicht hier machen mit unserem Kind, ne? Also, wir sind natürlich hier verantwortungsbewusste Mutti. Können die denn zusammen singen? Ich hoffe ja. Ich hoffe, die können ein Duett singen. Jawollo. Aber das ist viel süßer als alleine. 8 Stunden auf dem Grundstück bleiben? Was ist mit ihr? Süß. Sie können gar nicht singen. Das ist okay. Und was mit ihr? Lucia Markovic. Geh weg. Ich möchte doch nur einen schönen Screenshot hier haben von den beiden Girls. Ich lieb's. Ist auch schon ein bisschen cringe, not gonna lie, aber das ist okay. Singfähigkeit erworben, ja, hat man gemerkt. Könnt ihr euch ja noch mal ein bisschen hier umarmen und so, weil das einfach super süß ist, ihr Mäuse. Level 5 der Charisma-Fähigkeit, Alter, was da los? Er fühlt's auf jeden Fall sehr. Carla möchte einen Schritt weiter gehen, ist Moon zu einer festen Freundschaft bereit.
Du bist meine Mutter. Eine feste Freundschaft, das ist nicht meine Remove it. I'm sorry. Wir sind nicht in einer Beziehung, du bist meine Mama. I don't want this. Nein, kein neuer Partner. Mm-mm. Da stand doch feste Freundschaft. It's different. Wieso auch immer Carla jetzt aktuell wieder so viel hier bei uns rum ist, ey. Also, ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, ne? Das ist eine Maus. Aber wir können sie wieder bitten, Freundin zu sein, süß. Lass einfach machen, weil ist schon cute. Außerdem kann sie dann unsere Tochter nicht immer fragen, ob die nicht zusammen sein wollen. Sky hatte in Sachen Übernatürliches eine feste Meinung, aber die letzte Geistererscheinung hat sie verunsichert. Was man sieht, existiert auch und jetzt bekommt Sky den Gedanken nicht mehr aus dem Kopf, dass überall Geister sein könnten, die sie ständig beobachten, jederzeit hervorspringen und erschrecken könnten. Lauernde Furcht, weil Angst vor Geistern hat. Ein Gefühl der Furcht lauert über Sky, als sie etwas Neues an sich bemerkt, eine Angst, die zuvor nicht da war, wächst in ihr heran, jederzeit bereit, sie zu überwältigen. Von Gespenst geschockt. Der Kontakt mit dem Übernatürlichen beruhigt die stärkste Seele. Bro, du bist ein Vampir. Ich sehe Gespenster, weil Angst vor Geistern hat. Sky dachte, dass das Erscheinen von Geistern eine einmalige Sache wäre. Aber das scheint erst der Anfang gewesen zu sein. Wow, jetzt hat sie Angst vor Geistern. Vielleicht fragt sie dann doch nicht mehr, ob sie ihre Freundin sein will. Weil sie ein bisschen zu viel Angst davor hat, I guess. Sky fühlt sich in der Nähe von Geistern unwohl und könnte anfangen zu glauben, dass die Geister überall sind. Selbst dann, wenn sie allein ist. Wir herumschreien. Okay, Girl. Wie viel Angst willst du haben? Ja. Würde gerne wissen, ob das was Nettes oder was Böses ist. So, ich würde jetzt einfach mal Sky taggen und dann eine freundliche Nachricht. Weil wir sind so mit unserer Mom einfach so. Ist immer schön, dich zu sehen, Sky. Es gelingt dir immer, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ah, das ist so cute. Um wie viel Uhr sind wir nochmal hier hin? Weil ich würde gerne dann, wenn sie sich wünscht, hier 8 Stunden zu bleiben, dann darf sie das gerne tun. Nein, ich sage jetzt, nein, weil wir herausgefunden haben, dass das nicht das ist, was wir uns wünschen. Jetzt ist sie traurig, willst du mich verarschen? Vielleicht können wir es ja doch nochmal schaffen, hier bitten, Freundin zu sein. Ja, jetzt funktioniert das hier, das ist das richtig rum. Das finde ich besser, auch wenn sie jetzt Angst vor ihr hat. Aber frag bitte nicht deine Tochter, ob ihr, ne, und so, braucht etwas mehr Freiheit, Alter. Bro, entfernt euch mal diese Sachen, weil deprimiert wegen Ablehnung. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Nein, 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 nein. Das hat hier damit nichts zu tun. Und was geht bei euch? Da war gerade irgendwas Negatives und das finde ich nicht in Ordnung. Als ob sie diesen Leuten jetzt hier zuschaut, ey. Karaoke-Wettbewerb? Das finde ich gut. Happy Weekend, bitte. Ich meine, wenn wir hier potenziell gewinnen können, finde ich das gut. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, aber man weiß ja nie. Jetzt singen da 3 Leute gleichzeitig. Das ist schrecklich. Moody macht jetzt auch nochmal mit. Let's go. Moon hat 45 von 100 Punkten erzielt. Ist nicht so schlecht, wie ich dachte, dass es wird. Sky hat 44 von 100 Punkten erreicht. Sky hat die Nase voll davon, dass die Geister ihr Leben ruinieren. Sie hat ihren ganzen Mut zusammengenommen, um gegen einen Geist zu kämpfen. Wenn sie gewinnt, wird jeder wissen, dass sie keine Angst mehr hat. Ah, so kriegt man die Ängste also los. Spannend. Akira Kibo hat gewonnen. Oh, fies. Ich denke, wir gehen jetzt mal langsam nach Hause. Ich denke, ich werde euch beide einfach mal ins Bett stecken. Vor allem Moon. Damit sie dann wirklich bereit ist für ihren ersten Schultag. Vanya findet unseren Style mega. I love it. Oh, Rusty ist so ein Baby. Aber mir ist jetzt mal gerade eingefallen. Wir haben, glaube ich, nur kleine Kissen hier überall hingelegt, ne? Ja, hier oben ist auch nur ein kleines. Wir brauchen vielleicht ein großes Kissen, weil Mimi ist tatsächlich ein großer Hund. Aber wir haben keinen Platz für ein großes Kissen. Das ist kritisch. Unser Haus ist zu klein. Ich hätte gerne Mimi ein Kissen gekauft, aber wir haben leider keinen Platz. Es tut mir so leid, Mimi. So, während es hier gerade nachts ist, werde ich aber schon mal neu generieren mit der 110. Pechtag, du verlierst 2000 Simoleons. Nein! Aber das werden wir auch noch überleben. 114.248. Set it. So, minus 2000. Ich bin Mathe-Profi, Leute. Süß, sie wünscht sich einen Film anzusehen. Aber sie kann sich ja erstmal um ihre Varos kümmern. Wir können die zur Paarung ermutigen. Wild. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist schon ein bisschen wild. Rusty ist so ein Süßi, ne? Also, beide sind total süß. Und unsere Sims ja auch. Und alle sind süß. Bin so gespannt, wer mit uns mit in der Schule kommt, ne? Guck mal, ich denke, sie schafft es vorher noch, sich einen Film anzusehen. Wir versuchen es einfach. Oh, sie möchte ehrenamtlich tätig werden. Die Mausi. Kann sie auf jeden Fall machen. Ist ja auch was Schönes. Muss sie dann aber alleine machen. Weil ihre Tochter gleich zur Schule muss. Das ist ein Film über Hunde. Wild. Nice. Er hat es noch geschafft, hier den Wunsch erfüllt zu bekommen. Mit einem Schwarm plaudern. Wenn er mit uns zur Schule geht,
dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Sie findet Tanzen schrecklich. Meinetwegen magst du Tanzen nicht. Das ist okay. Ah! Ich bin bereit. Wir sind in der Schule. Okay. Wir schauen mal. Wen haben wir? Wir haben auf jeden Fall Molly und Svenna und Kane. Noah meine ich. Mit Nachnamen heißt er Kane. Wir haben Maddox Tinker, Xavier Bieder und Lark Björksen. Das sieht jetzt nicht so danach aus, wie die Leute, die ich mir jetzt erhofft hatte. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar alle, also ob das alle sind oder nicht. Wir wollen vom Direktor etwas über die neue Schule erfahren. Deswegen, klar, versuchen wir mal, was dabei so rumkommt. Mehr über die neue Schule erfahren. Man kann die Highschool abbrechen. Oh mein Gott. Dieses Outfit, ne? Das ist so Highschool-y in meiner Meinung nach. I love it. Wir finden, dass sie emotionally expressive ist, die Direktorin. Aber ich glaube, sie findet uns ganz schön kacke. Sie findet, dass wir unreif sind. Willkommen in der Copperdale High School, Moonji. Drew? Ich hoffe, dass du dich problemlos eingewöhnen wirst. Es gibt zwei Unterrichtsperioden, eine am Morgen und eine am Nachmittag. Die übrige Zeit können unsere Schüler mit ihren Mitschülern verbringen und an ihrem eigenen Tempo lernen. Du bist in Klasse 1, also geh zu deinem Lehrer und sag Hallo. Denk daran, dass am Freitag Prüfungen sind. Du kannst einen Computer aufsuchen, um für die Prüfung zu lernen. Oder hole einfach deine Notizen heraus und bereite dich auf diese Weise vor. Die Fakultät bietet mittwochs außerdem Lernsitzungen nach dem Unterricht an. So, falls ihr das Speedbild von der Simsie nicht gesehen haben solltet, das hier ist die Schule, die sie gebaut hat. Ich finde, die ist sehr, sehr cool. So, das ist die Schule von außen. Und dann gibt es auch zwei Bereiche und dann ist halt hier links eine Klasse und hier rechts. Und dann zwischendrin gibt es halt so, sie hat sie, glaube ich, nicht so großartig verändert, aber halt einfach eben aufgestylt, dass es vom Stil her ähnlich ist wie die vorherige, nur ein bisschen kleiner, weil man sonst 5 Millionen Jahre läuft. Und hier oben ist dann halt, ja, so Bereiche, wo man halt dann Skillbuilding machen kann und sowas. Finde ich sehr, sehr cool. Gibt es hier Duschen in dieser Schule? Ich glaube nicht. Das ist gut, weil dann können wir später auf jeden Fall duschen. Weil sie ist ein bisschen unhygienisch am Start gerade. So, sie möchte auch einen Spind beanspruchen. Das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, auf welcher Seite wir jetzt sind, ne? Also, ob wir auf der Seite sind oder auf der Seite. Aber egal. Wir nehmen einfach mal diesen hier. Selbst eine Kuhpflanze möchte nicht in deiner Nähe sein, Moon. Ey, Jericho wünscht uns einen schönen Tag. Und wir können einen neuen Post machen. Oh, TV-Films-Rezension posten. Das finde ich cool. Ich glaube, sie war nicht so begeistert, oder? Dann können wir ja mal eine traurige Story posten. Wenn ich Trauer spüre, dann um mich selbst. An die letzten Stunden werde ich mich als Zeit der quälenden Langeweile erinnern, wahrscheinlich. Könnt ihr aufhören zu reden? Ich möchte bitte einen Spind beanspruchen. Die boxen sich hier gefühlt alle wörtlich. Ich möchte den Unterricht teilnehmen. Das ist doch sehr vorbildlich. Es gibt ja sogar einen Hausmeister. I love it. Spind dekorieren. Wie wäre es mit Kawaii-Deko? Das passt, glaube ich, noch am ehesten zu ihr. Ach, süß. Ich lieb's. Mit Lehrer bei Lehrplan sprechen. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Für Prüfung pauken. Süß. Och, auch von innen sieht das ganz toll aus. Ich lieb's. Nee, aber das sehe ich. Auch mit dem Pink und so sehe ich bei ihr. An Mathematikunterricht teilnehmen. Okay, und wir scheinen auf der Seite zu sein. Wir sind anscheinend in einer Klasse mit Noah, Molly, Aries Beda, Savannah und Tommy. So, und jetzt ist Matheunterricht. Dieser Part ist natürlich dann immer ein bisschen langweilig hier. Rita Coombs ist unsere Lehrerin. Weil hier passiert natürlich nicht so viel, außer dass sie halt so ein bisschen ihre Fähigkeiten levelt, was ganz cool ist. Aber halt die Zeit dazwischen ist natürlich potenziell spannend. So, wir wollen freundlich zu einem Fakultätsmitglied sein. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich würde mir gerne nochmal den Unterrichtsplan ansehen und dann würde ich mit unserer Lehrerin vielleicht einmal sprechen. So, wir haben heute auf jeden Fall Mathe und Wissenschaft. Okay, anscheinend ist immer eine Fähigkeit ein Tag. Nee, Mittwoch ist Malfähigkeit und Programmierfähigkeit. I don't know. Warum ist sie verängstigt? Was ist da los? Und sie möchte für Prüfungen lernen, aber weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt sein muss. Wir können ja mal zu Molly gehen und ihr vielleicht ein Kompliment machen, weil wir so nett sind. Nee, wir wollen ja uns schon ein bisschen die Leute kennenlernen und so. Ist ja auch was Schönes.
Perfekter Post. Nice. Sie hat halt ja keinen Hunger, ne? Aber sie möchte, glaube ich, nicht, dass das so krass auffällt, dass sie halt ein Vampir ist. Und vielleicht ist es schlauer, wenn sie dann auch was zu essen bestellt. Aber irgendwas glitscht schon wieder, weswegen ich das nicht anklicken kann. Weil hier kann ich auch nichts auswählen. Und das hier. Ah doch, jetzt geht's. Ah, zum Glück, ey. Dann kann sie ja hier Regenbogen-Brownies essen. Dann fällt es ja nicht so sehr auf, wenn sie zwischendurch was isst. Ja, vielleicht schaffen wir das mit dem Duschen doch vorher nicht. Aber das ist in Ordnung. Oh, der ist ja süß. Dann können wir uns ja trotzdem noch mal ein bisschen weiter vorstellen mit den Leuten hier. Hier hat jemand seine Mini-Hamburger liegen lassen. Das würde ich nicht tun an deren Stelle. Oh, wir finden ihn nicht so gut. Dann kann sie ja noch mal kurz für Prüfungen lernen. Weil ich weiß nicht, inwiefern wir vielleicht zu Hause unbedingt so viel Zeit haben. Also ich meine, dadurch, dass sie Vampir ist, haben wir auf jeden Fall mehr Zeit als bei anderen Sims. Aber dennoch muss man ja ein bisschen schauen, dass das hier auf jeden Fall ausreicht. Weil wir wollen ja, dass sie das hier alles besteht, ne? So, und jetzt geht's in den Wissenschaftsunterricht. Auch wenn sie ein bisschen stinkt. Ich weiß gar nicht, ist dann immer als zweites Dings immer diese, dass man unbedingt teilnimmt, weil ich weiß ja, dass man auch schwänzen kann und so. Weil ich meine, wenn da halt dann von sich aus auch mal steht, ja, schwänze oder so, das wäre halt auch irgendwie ein bisschen witzig, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob Moon halt so eine wäre, die halt ständig Streiche spielen würde. Aber die Wünsche hier können ja auch sein, dass man mal einen Streich spielen möchte. Deswegen muss ich auch eine Sache sein, nach der wir halt dann gehen können. Jetzt beginnt sie auch noch durstig zu werden. Oh, meine Güte. Aber du hast jetzt leider erstmal, Wissenschafts... Wie heißt das nochmal? Schachteam, bla bla. Den Unterricht hat sie erfolgreich abgeschlossen, glaube ich. Zumindest fühlt sie sich ganz gut. Tagesendbericht. Die Lehrer haben die Hausaufgaben eingesammelt und die Schüler entlassen. Ein paar Sims hängen noch rum, aber jedem steht es frei, nach Hause zu gehen. Nach der Überprüfung der Hausaufgaben und unter Berücksichtigung der Beteiligung im Unterricht wurde folgendes Ergebnis ermittelt. Moon hat ihre Lehrer beeindruckt und heute eine Menge gelernt. Sehr schön. Genau, schlürf du mal, bevor du zu deinem nächsten Unterricht gehst. Das ist der Lehrer der Klasse 2. Wieso sitzt der hier auf einem Schülerplatz? Das ist ein bisschen zu wild für mich. Moon, eine lustige Tatsache. Es kann ganz schön schwierig sein, eine Kuhpflanze vom Eis zu holen. Wahr. Wir können noch posten über Orientierung. Wir können ja sagen, dass es ein bisschen unangenehm war. Ein Tag mit seltsamem Smalltalk, Bekanntmachung und Eisbrechern. Nein, danke. Und wir können noch über das Mittagessen posten. Und ich denke, dass das ganz cool war. Mittags bin ich richtig zufrieden. Niemand spricht mit mir und ich bin an meinem Lieblingsplatz. Naja, du hast schon mit Leuten gesprochen. Moon, wir sollten uns mal treffen und Zeit miteinander verbringen. Tommy mag uns, das finde ich sehr schön. Vielleicht ist Tommy ja wird eine gute Freundin von uns. Man weiß ja noch nicht. So, und sie geht jetzt zu ihrem Schachtreffen. Das Gute ist, ihre Energie sinkt jetzt gerade auch nicht, weil es regnet. Und dadurch scheint auch keine Sonne, die uns in irgendeiner Form beeinträchtigt. Das ist sehr toll. Ich denke schon, dass wir meistens mit ihr mitgehen werden. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, jedes Mal. Aber in den meisten Tagen auf jeden Fall. So, weil jedes Mal wäre, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben. Zumal wir ja mit Sky eventuell auch ein bisschen was machen wollen. Je nachdem, was halt dann auch unsere Aufgabe ist in unserem Dreh täglich. Ja, da schauen wir einfach mal. Und Sky muss mal eben die Rechnung bezahlen. Sky, ich bin so froh, mit dir befreundet zu sein. Süß. Und sie kann ja mal Jess schreiben. Eine freundliche Nachricht. Yeah, großartigen Ruf erstmal bekommen dadurch. Woo. Sie sind so gute Freunde geworden dadurch. Süß. Und wir können Plasmafrüchte ernten. Großartig. Die Hunde chillen hier einfach in der Küche. Läuft bei euch. Bess ruft an. Nein, wir möchten nichts spenden. Tschüss. Teamtraining. Moon hat sich für das heutige Training vorgenommen, konzentriert bei der Sache zu sein, aber dieses Vorhaben wird zunichte gemacht, als plötzlich ihr Schwarm auftaucht. Jetzt liegt ihr gesamter Fokus auf diesem Sim. Moon kann ein paar coole Moves zeigen oder ruhig bleiben. Wir geben an. Moon war gerade dabei, ein paar schwierige Moves auszuprobieren, als ihr Schwarm auftaucht. Ihr Schwarm zeigt sich jedoch nicht empfänglich für ihre Darbietung und scheint unbeeindruckt. Auch wenn ihr Schwarm nicht wie gewünscht reagiert hat, ist Moon selbst verblüfft, solche wagemutigen Moves überhaupt hinbekommen zu haben. Letztendlich hat sie sich selbst überrascht und ihre Leistung gesteigert. Yeah! Moon ist zurück vom Schachteam. Level 13, Alter. Was ist da los? Moon muss auf jeden Fall erstmal duschen. Und wir haben das letzte Buch freigeschaltet. Großartig. Der ultimative Vampir. Jericho ruft an und möchte mit uns zum schrägen Humor und krasse Späßefestival. Eigentlich müssten wir mit ihm hingehen, wa? Ich meine, als Vampir ist das immer so ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das hin. Hauptsache, wir verbringen Zeit mit Jericho, ne? Ich meine, sie wünscht sich ja auch, mit ihm zu sprechen. Das ist dann ja schon so ein bisschen süß. Ich kann mir auch vorstellen, dass jeden Tag ein bisschen andere Sims da sind vielleicht. Aber das werden wir dann ja in den folgenden Parts sehen. Wäre ja cool, wenn Jericho auch mal mit uns in der Schule ist, ne? Wenn nicht, dann ist das aber halt auch einfach so. Dann müssen wir uns überlegen, ob wir uns vielleicht
eine Mod holen, mit denen wir aussuchen können, mit wem wir zur Schule gehen, aber das sehen wir dann einfach nach und nach. Es regnet, das heißt, es geht sogar als Vampir hier. Großartig. Guck mal, Noah ist auch hier. Wild. Okay, unsere Aufgabe ist, Tee zu trinken. Das schaffen wir auf jeden Fall. So, und wir können ihn ja mal schmeicheln. Sie möchte einfach nur mit ihm plaudern. Nichts Besonderes. Sie wünscht sich, ein Nickerchen zu machen. Girl, das funktioniert hier nicht. So, wir können ja ein bisschen über so banale Sachen sprechen. Glaube nicht, dass sie da direkt so all out gehen würde. Shame oder Comedy? Comedy haben wir zumindest schon ein bisschen Level erfahren, ne? Deswegen gehen wir am besten zusammen zu den Spaßvögeln. Ich glaube, meine Kamera ist überhitzt. What the fuck? Weil, wie man gesehen hat, ist noch Akku da, aber ich kann es nicht mehr umstellen. Ich habe kurz nicht hingeschaut. Was ist passiert? Wieso ist sie verbrannt? Und warum hat sie so... Was ist passiert? Wegen fehlgeschlagener Feuerwerksexplosion. Da sind Dinge passiert, die nicht hätten passieren sollen. Aber Sion in Gata ist dasselbe passiert, wild. Kann man hier irgendwo duschen? Das wäre großartig. Da ist nur ein Klo. Ich glaube nicht, dass hier Duschen sind. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen cringe. Deswegen muss ich vielleicht einfach mal ein paar Mal Hände waschen und Zähne putzen. Dass es nicht ganz so eklig ist. Ist natürlich schon peinlich, aber er scheint auch mit inbegriffen zu sein. Jetzt sind wir auch mal lustig mit ihm. Weil wir wollen ja hier dann auch gewinnen, ne? Zumindest findet er uns auch toll. Die Spaßvögel liegen in Führung. Hey, die Spaßvögel haben gewonnen. Wir haben Mikrofon, Feuerwerk und 500 Simoleons bekommen. Verträumter Blick. Aber ich würde sagen, wir beenden das schon mal vorzeitig. Und dann geht die Gute nach Hause. Dann können wir vielleicht gleich nochmal was posten über Jericho. Oder mit Jericho, keine Ahnung. Moon, ich bin so froh, mit dir befreundet zu sein. Kommt von Jericho. Das ist so süß. Oh mein Gott. Das passt perfekt in diese Storyline rein. Neuer Post. Wir können über das Schachtraining posten. Da können wir auch eine peinliche Story draus machen, weil ich meine, wir können ja darüber reden, theoretisch. Was da jetzt war, dass halt unser Schwarm da war. Ich wusste nicht, wie strategisch dieses Spiel ist und habe vor ihr den Dovi als ihm Profi abgegeben war. Und dann posten wir über Reise und machen daraus eine energiegeladene Story. Hallo, wunderschönes Zuhause, ich bin wieder da. War. Das ist nicht, was ich meinte. Und dann tagge ich aber noch Jericho. Und mache daraus aber eine kokette Nachricht. Mein Gehirn friert sofort ein, wenn ich Jericho sehe. Wie kann man nur so traumhaft sein? She did the thing. Aber ich würde sagen, sie schreibt auch noch eine kokette Nachricht direkt an ihn. Kommst du mit zum Eisstand? Ich möchte ein wenig mit dir naschen. Ja, Moon ist ein bisschen wild. Aber das ist okay. An der Stelle wird dann jetzt der Part aber auch beendet, weil ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Und wie gesagt, wenn selbst meine Kamera überhitzt, dann war es heute heiß. Heiß. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.